Herzlich willkommen zurück. Endlich mal wieder mit Anime Talking Time. Und heute geht es um den Anime Elfenlied. Ich denke, den werden einige von euch schon kennen, da er schon etwas älter ist. Ja, und über den will ich heute reden. Nebenbei, wenn euch das Video gefällt, dann lasst bitte einen Like da. Ja, Elfenlied ist im Sommer 2004 erschienen von den Machern von RRMS. Und die USK beträgt 18 Jahre, folgend Kraftausdrücken, Gewalt und Angst. Die Genres sind Action, Adult, Drama, Edgy, Horror, Mystery, Romance, Seinen, Splatter, Superpower und Violence. Und ja, passen alle auf den Anime Seinen und Splatter. Weiß ich nicht, was das ist, aber jo. So, Elfenlied besteht aus 13 Episoden oder 13 Folgen, welche es in English Sub, German Sub und German Dub gibt. Wie German Dub ist, weiß ich nicht. Ich habe es mir auf Japanisch mit German Subtitles angeschaut. Wenn ihr Erfahrung mit German Dub habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich stehe ja nicht so auf Deutsch. Elfenlied hat außerdem noch ein OVA. Finde ich jetzt nicht so besonders. Muss man sich nicht anschauen. Kann man. Außerdem gibt es noch eine Manga-Serie. Ich weiß nicht, was ich zur Manga-Serie so sagen soll. Im Prinzip ziemlich dasselbe wie der Anime. Außer das Ende, das ist bei der Manga-Serie besser. Ja, ich versuche mal Elfenlied zusammenzufassen. Ist etwas schwer, da das wirklich ein sehr großer Anime ist. Für so wenig Folgen. Also es passiert ziemlich viel für so wenig. Aber ich gebe mein Bestes. Okay, also. Die Hauptpersonen sind Lucy und Kota. Also es gibt zwei Hauptpersonen. Kota ist ein ganz normaler Mensch. Lucy ist ein mutierter Mensch. Es gibt mutierte Menschen, die haben Hörner auf ihren Köpfen und haben eine besondere Fähigkeit. Und zwar haben sie so unsichtbare Hände. Und je mehr Hände sie haben, desto stärker sind sie. Mit diesen Händen können sie ganz leicht Leute töten oder allgemein töten. Was diesen Anime ab 18 macht, da ja, die Kills ziemlich brutal ausfallen mit Gedärme durch die Gegend, Köpfe rollen, Blut überall, wo man hinschaut. Und ja, auf jeden Fall beginnt der Anime, dass Lucy aus einem Forschungszentrum ausbricht, einen ziemlich brutalen Forschungszentrum, da dieses Forschungszentrum Forschungen an diesen mutierten Menschen betreibt, zum Beispiel wie stark muss eine Waffe sein, damit sie durch diese mutierten Menschen durchschießen können und weitere blutige Experimente. Und ja, eines Tages bricht Lucy aus, springt ins Meer und wird gestrandet. Und Kota macht mit seiner Cousine auf dem Strand einen Spaziergang und stößt auf Lucy, welche plötzlich eine gespaltene Persönlichkeit hat und nur Nyo sagen kann. Und aufgrund dieses Wortes nennt Kota sie dann auch Nyo. Ja, das ist das Wichtigste. Mehr werde ich jetzt nicht erzählen, da ihr euch den Anime gefälligst selbst anschauen sollt. Was kann ich noch dazu sagen? Ja, 18 ist wirklich berechtigt, da der Anime ziemlich brutal ist. Und am Anfang des Animes läuft Lucy auch komplett nackt herum, weshalb auch das Edgy ist. Wer geistig schon über 18 ist, könnte sich das auch unter 18 anschauen. Verkraften tut man's. Ja. Kommen wir zur Bewertung. Ich werde den Anime mit Schulnoten bewerten und ich gebe dem Anime eine 1-. Story war echt super, nur das Ende hat mir nicht so ganz gefallen, hätte man etwas besser machen können, weshalb auch die Minus. Aber sonst 1A, Zeichenstil Bombe für 2004, da können sich die heutigen Animes ein Beispiel daran nehmen. Mir ist kein einziger Zeichenfehler aufgefallen, wie die Haare in den Augen. Das stört mich ja extrem bei den neueren Animes. Musik, Sound war perfekt. Und
Zeichenstil, ja, habe ich ja schon. Klar, es war etwas übertrieben brutal, aber mich stört das nicht. Ich stehe auf brutal und ja, kann man sich gerne anschauen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Anime in die Kommentare, falls ihr ihn schon gesehen habt. Falls noch nicht, werdet ihr ihn euch anschauen? Ja, nein. Teilt dieses Video und wir sehen uns dann das nächste Mal. Euer MSRP.